Thema heute ist, wie man mit freiem Wissen die Welt verbessern kann. Eins der großen Beispiele hier ist, wie schon gesagt, die Wikipedia. Und als Einstiegsfrage wollte ich jetzt nur mal hören, ihr kennt alle die Wikipedia, da gehe ich mal davon aus. Hat schon mal selber jemand versucht zu editieren, mitzumachen, mitzuschreiben? Edit-Button? Nicht schlecht. Und die nächste Frage, und dafür gibt es auch eine Schokolade zu gewinnen. Wie alt ist die Wikipedia? Die hatte dieses Jahr einen runden Geburtstag oder so ein kleines Jubiläum. Nicht schlecht. Bietet jemand mehr, weniger? 15. Wer hat 15? Ich. Sehr gut. Eine Schokolade bitte austeilen an... genau, die Wikipedia ist nämlich fast so, also quasi genau in dem Alter wie unsere Teilnehmer hier, im besten Alter, um das Netz positiv quasi mitzuprägen und mitzuentwickeln. Und hat es in diesen 15 Jahren aber ganz schön weit gebracht. Also wenn man sich einfach anschaut, dass sie als Seite, die quasi von Freiwilligen komplett gemacht wird, es gibt zwar ein paar Mitarbeiter, also weltweit so 350 wie mich, ich bin eine davon, wir machen aber nichts mit den Inhalten der Wikipedia oder der Schwesterprojekt. Also wir schreiben die Inhalte nicht, sondern wir helfen nur den vielen Zehntausenden Freiwilligen weltweit, das eben zu machen in ihrer Freizeit. Trotzdem hat es die Wikipedia geschafft, eine der Top 5 Webseiten der Welt zu werden, in einer Liga mit Google, Facebook und anderen Größen. Es sind ca. 35 Millionen Artikel, wobei die Zahl immer veraltet ist, sobald man sie auf eine Folie pickt, weil sich quasi minütlich, sekündlich was tut im Wikiversum, und ist fast allen Sprachen der Welt verfügbar, auch Kunstsprachen wie Esperanto zum Beispiel oder Akzenten wie Borisch. Also da fühlen sich die Österreicher noch am ehesten zu Hause, weil ja leider das einzig österreichische Wort in der deutschsprachigen Wikipedia ist der Jänner, das da erlaubt ist, und auch das nur in Artikeln mit Österreich-Bezug. Was macht die Wikipedia so besonders? Es ist eine Website, aber eigentlich ist es vielmehr eine Community von Menschen, von Freiwilligen, die sich engagieren, die Inhalte erstellen, sie zu dem machen, was sie sind, was sie ist. Eigentlich sogar nicht nur eine einzelne Community, sondern viele Communities, die zusammenhängen. Jede Sprachversion der Wikipedia hat quasi eine eigene Community, die ein bisschen anders tickt als die anderen. Aber alle Freiwilligen im Wikiversum eint eigentlich dasselbe Ziel, nämlich die Vorstellung, dass das gesammelte Menschheitswissen frei für jeden zugänglich ist. Und das treibt uns an. Und zwar nicht nur in der Wikipedia, sondern, und auch hier sind wir wieder dabei, es ist mehr als eine Community, auch in zahlreichen anderen Projekten mittlerweile, die alle letztendlich aber dasselbe Grundprinzip haben, dass es auf freier Software, der Wiki-Software basiert, und dass es freie Inhalte sind, die jeder mitgestalten kann und die jeder nutzen kann. Jedes dieser Logos steht für ein anderes Projekt. Wikidata wird der Tobias nachher noch ein bisschen vorstellen, das ist dieser Barcode hier. Dann gibt es darüber hinaus aber auch noch zum Beispiel ein Wörterbuch, das Wiktionary oder ein Reiseführer, Wikivoyage, an dem man mitschreiben kann. Also es gibt quasi für fast jeden Lebensbereich ein eigenes Projekt, in dem man sich engagieren kann. Die zweite wichtige Geschichte neben den Menschen, die die Wikipedia machen, sind die Lizenzen, die dahinter stehen. Das sind die sogenannten freien oder offenen Lizenzen. Der hier auch schon Kontakt damit gehabt, und die Wikipedia orientiert sich da auch quasi an der Softwareentwicklung. Also die ähnlichen Prinzipien gelten auch hier. Man erstellt etwas, sei es ein Text in der Wikipedia oder ein Foto für die Wikipedia oder eine Information, also eine Infografik für die Wikipedia, und möchte das eben die anderen nutzen können und weiterverwenden können. Und weil man nicht mit jedem Einzelnen einen eigenen Vertrag machen kann, gibt es die sogenannten Creative Commons, die das für uns machen und da einen ganzen Baukasten haben an quasi Verträgen, die man mit potenziellen Weiternutzern schließen kann. Und wenn man eben das, was man schafft, sei es jetzt Code, sei es Bilder, sei es Texte, unter diese Lizenzen stellt, muss man sich vorher ein paar Dinge überlegen, was man eben möchte. Also zum Beispiel, dass der eigene Name immer noch genannt wird, wo es herkommt, dass es vielleicht nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden darf in der Folge, wobei wir bei Wikipedia immer dazu tendieren, das ganz offen zu halten, dass auch kommerzielle Nutzung eingeschlossen ist, weil nur dann sind Dinge wirklich frei.
oder dass es nicht weiter bearbeitet werden kann, dann kann man sich quasi, je nachdem, die Lizenz aussuchen, die genau diese Dinge abdeckt, wie man eben selber möchte, dass das eigene Werk weiter behandelt wird. Das wäre ein eigener Vortrag, um da ins Detail zu gehen. Ich stehe aber gern zur Verfügung, falls ihr eben freie Bilder oder andere freie Materialien für eure Projekte oder Webseiten hier jetzt heute am Wochenende nutzen wollt und da Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und wichtig zu beachten ist halt, also gerade in der Schule macht man das ja gerne mal aus Wikipedia was rauskopieren und in die Hausaufgabe reinkopieren oder so, dass eben frei zugänglich und frei weiternutzbar nicht heißt, dass man es einfach nehmen darf, sondern dass gewisse Bedingungen dran geknüpft sind und es ist im mindesten Fall zumindest immer, dass man sagt, wo man es her hat und es dann dazu schreibt. Was kann man also bei uns alles machen? Man kann bei uns fotografieren, man kann programmieren, um eben den Code hinter der Wikipedia und ihre Schwesterprojekte zu verbessern. Und man kann, ich duck mich weg, editieren, also ganz klassisch Wikipedia-Artikel schreiben. Und bei all dem unterstützen wir als Verein Wikimedia Österreich junge Leute, alte Leute und alles dazwischen, die sich da engagieren möchten mit Büchern, wenn es eben darum geht, Literatur zu benötigen, um gute Artikel zu schreiben, mit Know-how, wenn es darum geht, zu coden oder mit sehr gutem Fotografie-Equipment, das wir verleihen an Hobbyfotografen, also so Kameras, die man sich und Objektive, die man sich nicht unbedingt privat kauft. Genau, deswegen unser Motto ist, Wissen ist Macht, macht mit. Freies Wissen ist für jeden Einzelnen ein Gewinn und jeder Einzelne weiß etwas und jeder hat ein Wissen und bringt Wissen mit, das für andere interessant sein kann. Und man muss sich nur trauen, quasi da auch mitzugestalten, mitzuschreiben und das für andere zugänglich zu machen. Das war's von meiner Seite, dann würde ich jetzt den Tobias bitten, euch noch ein bisschen Wikidata näher zu erklären. Gut, weil es ja bei dieser Veranstaltung auch um offene Daten geht und jeder von euch jetzt auch schon ein paar Erfahrungen mit offenen Daten gemacht hat, möchte ich euch noch kurz das offene Datenprojekt von Wikimedia vorstellen, das heißt Wikidata. Im Gegensatz zu Wikipedia ist Wikidata erst sehr junge, 4 Jahre alt, also gerade diese Woche. Ich hatte seinen 4. Geburtstag und da hat wieder jemand quasi einen Stand der Dinge publiziert, in dem jetzt nur Geodaten, der Zuwachs an Geodaten sichtbar ist. Und man sieht, dass einfach Wikidata eigentlich jede Dimension von, was man eigentlich von einer Datenbank kennt, doch sprengt, weil alle diese Punkte wurden durch einen Benutzer angelegt, entweder mit einem automatischen Skript. Aber auch sehr viele Leute sind da wirklich hingegangen und haben ihre Stadt aufgerufen und haben einfach fundamentale Daten über diese Stadt hinzugefügt. Und man sieht auch schön, dass es einfach Gebiete in der Welt gibt, die schon etwas fortschrittlicher sind oder wo diese Daten leichter verfügbar sind, während es eben in anderen Teilen der Welt vielleicht weniger Interesse gibt oder weniger Möglichkeit, diese Daten zu bekommen. Und ich möchte es eben sehr workshopmäßig machen, dass wir einfach einmal sehen, wie kommen diese Daten in diese Datenbank. Also es sind nicht nur Geodaten, sondern es sind eigentlich alle Daten, für die sich irgendjemand interessiert. Wenn es dich interessiert und du kannst die Community davon überzeugen, dass es Sinn macht, das zu speichern, dann möchten wir das in Wikidata haben. Und man kann zum Beispiel auch das ganz spielerisch dazu beitragen. Man kann zum Beispiel sagen, schauen wir uns einmal dieses Spiel an. This game suggests places which were harvested from the deprecated person data template of the English Wikipedia. Und hier muss ich mich kurz einloggen. Ich glaube, jetzt spiele ich unter Claudias Account. Okay. Auf jeden Fall
werde ich das jetzt nicht weiter probieren. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, das dich einfach fragt, ist dieser Artikel, zum Beispiel, er könnte ja in einer Sprache sein, die ich nicht wirklich lesen kann, ist dieser Artikel über eine Person? Und dann kann ich immer sagen, ja, es ist eine Person, nein, es ist keine Person. Und dann könnte jemand als im nächsten Schritt ein Spiel dazu entwickeln, ist diese Person männlich oder weiblich? Und das nächste Spiel könnte sein, an welchem Tag wurde diese Person geboren? Und durch alle diese kleinen, winzig kleinen Bearbeitungen können so User an dieser Datenbank mithelfen und sie erweitern. Und umso mehr dieser Datensatz wächst, umso mehr kann man auch gewisse Dinge ausschließen. Also eine Stadt hat normalerweise kein Geburtsdatum und eine Person hat normalerweise keine Bevölkerungsanzahl. Also so kann man auch durch die Größe der Datenbank auch qualitativ wirklich sehr gut eingreifen. Und das wirklich Wahnwitzige eigentlich daran ist eigentlich dann, was Wikidata einem für Möglichkeiten gibt, Dinge zu beantworten, die man früher einfach keine Möglichkeit hatte, diese zu beantworten. Zum Beispiel kann ich fragen, alle Personen, die auf Wikipedia einen Artikel haben und den Namen Antoine haben, wo wurden sie geboren? Und dann möchte ich eine Karte haben von diesen Geburtsorten. Und hier kann sich jetzt schon jeder seine Gedanken machen. Antoine, ein typischer Name für ein französischsprachiges Land. Also macht dieses Muster auf dieser Weltkarte einen Sinn für die Zuseher? Also gerade so die Ecke von New Orleans und La Réunion, da kann man denken, ja. Dass Kanada fehlt, so wenig dabei ist. Ich glaube, weil der französischsprachige Teil, ich glaube, der hatte sich schon eher in dieser Ecke konzentriert, ja. Nordafrika ist auch dabei. Ja, man könnte jetzt auch eine Liste von allen französischen Namen machen und dann hätte man vielleicht bessere Aussagen, so über die kulturelle Verbreitung eines Vornamens. Aber das kann man auch mit einem Nachnamen machen, man kann auch schauen, wo Leute, die in einem bestimmten Land geboren sind, in welchem Land sterben sie meistens und kann dann so Aussagen machen über Migration. Das ist nur ein kleiner, immer bei Personendaten greift man natürlich hauptsächlich Leute ab, die es zu einem gewissen Berühmtheitsgrad geschafft haben, aber so bei generell wissenschaftlichen Daten sind wir weitaus vollständiger. Und zum Beispiel ein großes Interesse von der Community ist zum Beispiel auch immer Datensätze und Fotos zu haben über Kulturgüter. Und das hier ist zum Beispiel eine Karte, wo alle katalogisierten Kulturgüter von Armenien auf einer Karte dargestellt sind. Und da kann man dann wirklich, es sind ja wirklich nur einige kurze Zeilen von Code, die meisten bräuchte man vermutlich auch gar nicht. Und dann kann man zum Beispiel schauen, wo sind die Klöster in Armenien? Die haben jetzt ein bisschen eine blasse Farbe. Wo sind die Kathedralen? Oder wo sind die Festungen? Und das zeigt eben auch eigentlich, wie viel man mit diesen Daten machen kann. Und also die Flexibilität von Wikidata Fragen zu beantworten. Und vielleicht kann eben noch die eine oder andere Gruppe das in ihr Projekt einfließen lassen oder behält das einfach im Hintergrund, dass das eine zusätzliche Quelle von offenen Daten ist. Gut, danke.